Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Vielen Dank, Steffen. Hallo Karlsruhe. Schedo. Ich höre wieder auf, ich habe ein Hobby, aber ich muss das immer unterdrücken, weil ich will immer Dialekte nachmachen. Ich kann sie dummerweise nicht, ist meiner Frau todpeinlich, weil sie kann Dialekte, mache ich nicht. Und das verselbstständigt sich dann bei mir dann, dass ich nicht mehr drüber nachdenke. Ich war letztens auf Worship-Tour in Ostdeutschland und dann habe ich immer probiert, sächsisch zu reden. Und dann kam eine Tankstelle mit dem Tourbus und ich wollte einen Kaffee bestellen und habe gesagt, Sü, na klar, was möchte ich hier, einen Kaffee? Dann schaut er mich an und sagt, was bist du für ein Vögel? Sag ich, ja... Ich möchte gern Bayer, der versucht, sächsisch zu reden. Naja, gut, okay. Sagt meine Frau, genau das sind die Momente. Deswegen probiere ich jetzt nicht mehr weiter, euren wunderbaren Dialekt nachzumachen, auch wenn ich ihn liebe. Ja, es ist wunderbar, hier zu sein. Es ist wunderbar, hier im ICF Karlsruhe zu sein, auch mit allen Locations verbunden zu sein. Und der Steffen hat es gesagt, es ist einfach eine Freundschaft, die seit vielen Jahren ist. Und ich persönlich bin nicht beeindruckt von Bühnen. Ich stehe selber auf Bühnen. Und deswegen bin ich davon gar nicht beeindruckt. Ich bin beeindruckt von, wie Menschen ihr Leben im Alltag leben. Und Steffen, Sibylle, das ganze Team hier kenne ich seit vielen Jahren. Und ich weiß, dass hier das Prinzip gilt, das in der Bibel heißt, schau dir an, wie jemand es privat lebt. Und dann sollte das auch eine Kirche tun. Weil nur weil es eine Kirche kann, heißt es nicht, dass du es zu Hause auch kannst. Ein paar nicken und wissen, von was ich rede. Ja? Also nur weil ich Christ bin, heißt das nicht, dass ich im Business gut bin und zu Hause auch präsent bin. Und bei euch merke ich einfach diese Authentizität und die liebe ich seit vielen Jahren. Ich wollte heute ein Thema mitgebracht, ein Herzensthema. Es geht um Entscheidungen treffen. Und ich rede über große Entscheidungen, ich rede nicht über die kleinen Entscheidungen. Man trifft am Tag 20.000 Entscheidungen und noch mehr. Die meisten sind uns gar nicht bewusst, manche sind uns bewusst. Und ich habe manchmal schon bei den kleinen Entscheidungen Entscheidungs-Burnout. Also egal, ob ich das Essen kaufen will oder einen Kaffee. Ich habe den Beispiel mitgebracht, wenn jemand Essen kaufen will, das ist noch die kleine Variante einer Speisekarte. Ich war jetzt beim Inder. Alter, hatte der eine lange Karte. Das war von Menü 1 bis Menü 100. Da habe ich schon Burnout, bevor ich gegessen habe. Verstehst du, was man alles entscheiden muss? Und beim Kaffee, das wird immer krasser. Ich war letztens mit einem Freund in einem Münchner Innenladen. Da kannst du Entscheidungen treffen. Da muss ich erstmal die Karte stehen. Will ich fat-free, laktose-free, mit-free, mit Topping, ohne Topping, mit Milch, ohne Milch? Welche Röstung? Welche Grad der Röstung? Und wie viel Grad? 60 Grad, 70 Grad, 80 Grad? Ich will einfach einen Kaffee. Ich mache immer mehr so, dass wenn ich essen gehe, spüre ich so raus im Heiligen Geist, wer hat hier Geschmack? Und sage, ich nehme das, was du willst. Letztes Mal habe ich das entschieden, bevor der bestellt hat. Ich habe gesagt, wie Vogel? Er sagt, ja, ist mir egal, bestell mal. Also ich habe manchmal schon Entscheidungs-Burnout bei den kleinen Entscheidungen. Und manche Entscheidungen merkst du relativ schnell, ob die schlau sind. Zum Beispiel, du planst den Urlaub und planst nicht deinen Kofferraumplatz ein. Und dann merkst du irgendwann, okay, geht nicht auf. Gut, das sind Entscheidungen, die lernt man schnell. Andere Entscheidungen im Alltag trifft man, zieht sie durch, im Essen zum Beispiel. Und dann merkt man, ja... Die Kalorien gehen dann doch nicht in 5 Minuten Fernsehen wieder weg. Okay, das merkt man dann relativ schnell, dass manche Entscheidungen nicht so schlau sind. Aber ich möchte heute mit euch über die großen Entscheidungen reden. Ich rede über die großen Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen. Ja? Und ich möchte mit einer Metapher starten, mit einer Gleichnisgeschichte, die mir zeigt, wie meine Entscheidungen mein Leben beeinflussen. Und zwar ist die Geschichte von einem alten Zimmermann. Und der wollte in Rente gehen. Der hatte einfach auf Deutsch gesagt die Schnauze voll. Er hat gesagt, ich habe jahrzehntelang treu gearbeitet für meinen Chef und jetzt bin ich am Punkt angelangt, wo ich sage, ich will Rente, ich will das Leben genießen, ich will meine Enkel genießen, mit meiner Frau, solange wir fit und fresh sind, unterwegs sein. Und er geht zu seinem Chef und sagt, lieber Chef, es ist an der Zeit, ich werde einfach in Rente gehen. Der Chef ist traurig, weil es sein bester Mann ist. Er sagt, ja, ich verstehe das, ich segne dich damit, aber ich habe einen letzten Wunsch, kannst du mir noch einen letzten Gefallen tun? Du bist mein bester Mann. Sagt er, was denn? Kannst du mir ein letztes Haus bauen? Er denkt sich, ja, okay. Sagt ja, aber unterwegs merkt er ist gar nicht mehr so motiviert.
Er muss das Haus noch durchziehen. Am Anfang fängt er wie immer an, aber dann merkt er unterwegs, er will einfach schnell fertig werden. Er fängt an, schneller zu bauen als sonst, das Fundament nicht so genau zu nehmen. Er nimmt Materialien, die auch mal günstiger sind und schnell zu liefern waren mit Amazon Prime und nicht mit den besten Qualitäten. Er will einfach schnell fertig werden. Er haut einen Nagel wo rein, wo er denkt, naja, der sieht es nicht schön, aber Hauptsache es hält. Er wird immer schneller im Arbeiten, weil er will unbedingt in Rente gehen. Und eines Tages ist er fertig, früher als gedacht. Er ist glücklich, er geht zum Chef und sagt, Chef, ich habe das Haus fertiggestellt. Sagt der Chef, vielen Dank. Mein treuer Zimmermann, ich habe eine Überraschung für dich zu deiner Rente. Und zwar möchte ich dir dieses Haus schenken als Dankbarkeit dafür, dass du seit so vielen Jahrzehnten für mich gearbeitet hast. In dem Moment weiß der Zimmermann ganz tief, wie er dieses Haus gebaut hat. Er bereut, dass er das Fundament nicht gut gebaut hat. Er weiß, dass seine Enkel da nicht mehr drin wohnen werden, weil so lange hält das Ding gar nicht. Er weiß, aus was er das zusammengezimmert hat. Und in dem Moment denkt er sich, wow, hätte ich mal mein Haus anders gebaut, hätte ich gewusst, dass ich da drin lebe, hätte ich es anders gemacht. So, jetzt bei unseren Entscheidungen bauen wir ständig wie ein Lebenshaus. Die Entscheidungen, die wir treffen, die Beziehungen, Berufswahl, Prioritäten, die wir setzen, links, rechts, was mache ich eigentlich? In den großen Entscheidungen zimmer ich mein Lebenshaus zusammen. Manchmal nehme ich schnelle Materialien, Haus einfach so hin, die Wand wird schon halten, baue ein bisschen um, schieb rum. Und manchmal merke ich dann, wow, in meinem Haus, wo meine Seele lebt, fühle ich mich gar nicht wohl. Eines Tages schaue ich vielleicht zurück und bereue Entscheidungen. Wow, ich habe in meinem Beruf auf eine Art gelebt, wo ich meine Kinder vernachlässigt habe und jetzt lebe ich in einem Lebenshaus, wo meine Kinder mit mir nichts zu tun haben wollen. Es gibt große Entscheidungen in deinem Leben und damit baust du dein Lebenshaus. Du zimmerst es zusammen und Gott möchte, dass du in deinem Lebenshaus aufblühst. Er gibt uns Gebote, er gibt uns Ideen mit dem Ziel, dass dein Leben aufblüht. Ich glaube, die Qualität meiner Entscheidung beeinflusst die Qualität meines Lebens. Und die Frage ist, wie mache ich das jetzt bei großen Entscheidungen? Wie kann ich die treffen? Wie kann ich mit Gottes Hilfe durchblicken? Weil die Challenge ist folgende. Wenn du eine Entscheidung triffst, ist in deinen Gedanken und deinen Gefühlen ein Tohuwabohu. Du hast zig Stimmen im Kopf. Was ist denn jetzt da? Gottes Stimme da drin. Du hast Gefühle, die gehen hoch, die gehen runter. Kann denn Liebe Sünde sein? Ja. Was auch immer. Also das geht hoch und runter. Die Bibel sagt sogar, wir sind verloren in unseren Gefühlen. Aber es fühlt sich doch gut an, die Entscheidung. Darf es nicht das Gefühl sein? Muss es der Kopf sein? Muss es Herz sein? So, wir sind ein riesen Tohuwabohu. Unsere Gedanken sind nicht so klar wie das gute Karlsruher Wasser, was ich hier mitgebracht habe. So klar ist nicht, dass ich sage, wow, Gott hat das vor meinem Leben. Ich sehe es kristallklar. Nein, unsere Realität ist, dass unsere Gedanken nicht so klar sind. Wenn wir eine Entscheidung treffen, sind wir geprägt. Zum Beispiel von der Mama. Ich nehme mal rot. Liebe Mamas im Raum, nichts gegen euch, weil jeder hat auch eine Mama gehabt. So, die Mama hat mich geprägt, wusstest du das? Egal, ob sie noch lebt oder vielleicht sogar nicht mehr lebt, die Mama, der Papa haben mich geprägt. Ich habe eine Freundin von uns, ist erst sehr spät im Leben aufgefallen, dass ihre Mutter mal einen Satz gesagt hat, als sie noch ein Kind war zu ihr. Sie hat gesagt, Kind, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Und binde dich nicht einen Mann. Mach dich auf keinen Fall abhängig. Schau, dass du auf eigenen Füßen stehst. Mach nicht den gleichen Fehler wie deine Mutter. So, das war eine Aussage als Kind. Und irgendwann hat sie gemerkt, bei jeder Beziehungsentscheidung, die sie trifft, schwingt die Mama mit. In Gedanken und Gefühlen. Alle ihre Beziehungsentscheidungen bis Mitte 30. Oh, das ist schon relativ spät, je nachdem, wie man sein Leben aufbauen will, ne? Hat sie sich nie gebunden an einen Mensch. Sie war immer wichtig, Distanz, auf keinen Fall zu nah. So, das ist vielleicht für dich ein simpler Satz, aber Mama, Papa haben mich geprägt in dem, wie ich Entscheidungen treffe. Dann nehmen wir mal zum Beispiel hier meine Kultur, in der ich aufwachse. Ich nehme mal ein neutrales Beispiel, nicht Bayern, nicht euer Bundesland. Nehmen wir mal die Schwaben. Sind Schwaben im Raum? Alter, die gibt's überall. Und alle, wenn du sie fragst, kommen aus der Nähe von Stuttgart. Ist dir mal aufgefallen? Es ist wie das jüdische Volk, ja, Nähe von Jerusalem. Also das ist. Und die gehen auch alle wieder zurück irgendwann. Na, egal, anderes Thema. Okay, also nehmen wir jetzt mal die Schwaben. So. Aber es sind so viele da, das ist gar nicht neutrales Beispiel. Egal, okay, Schwaben, bumm. So, wenn du im Schwäbischen los, egal wo du groß wirst, du wächst eine Kultur auf. Zum Beispiel, vielleicht bist du in der Kultur groß geworden. Schaffe, schaffe, Häusle baue,
Sparen, sparen. Junge, du musst nach dir schauen. Und spenden tun wir bestimmt nicht, weil wir müssen hier schauen. Und über Geld redet man übrigens nicht, mein Junge. So, wenn du in dieser Kultur aufwächst, da ist ja viel Gutes drin. Aber wenn du eine Entscheidung triffst und auf einmal merkst, Gott challenge dich vielleicht, einen Glaubensschritt in Finanzen zu gehen, denkst du, schaffe, Häusle baue. Das ist ein simples Beispiel, aber es prägt dich. Dich prägt auch alles, was du dir sonst so reinziehst. Nehmen wir mal die Medien. Bam. So, dann ziehst du dir was rein, Netflix oder Amazon Prime oder was noch alles gibt. Du schaust dir Dinge an, was ist da normal, es prägt dich. Was ist eigentlich Mann, was ist eigentlich eine Frau, was ist eigentlich Liebe, was macht eigentlich Prinz Harry. So, du ziehst dir alles Mögliche rein und du, dir ist gar nicht bewusst, dass das alles mitschwingt in dir. Und dann gibt es noch zig andere Sachen, da kannst du jetzt andere Menschen, zum Beispiel Verletzungen, jetzt wird's übel. Wenn du verletzt wurdest, und wir alle wurden schon mal verletzt, und ich nicht weiß, wie ich die angehen kann, schwingt die Verletzung da auch mit. Wenn du verletzt von Kirche bist und auf einmal denkst, ich wünsche mir geistliche Gemeinschaft, aber dann springt eine Stimme in dir an, das mache ich auf keinen Fall wieder. Ich weiß noch, wie es letztes Mal war. Ich werde mein Herz schützen oder was auch immer. Das heißt, es schwingt alles Mögliche mit und du merkst, das ist gar nicht mehr so eine schöne, klare Karlsruher Wasser. Und wie soll ich jetzt in dem, da ist noch viel mehr drin, eine Entscheidung treffen, wie kriege ich denn das raus? Was will Gott? Was will ich? Was sind meine Gefühle? Und ich möchte mit dir über einen Filter reden. Diese Filter kannst du in deiner Small Group hoffentlich vertiefen, über alles tiefer nachdenken. Wie kann ich rausfiltern immer mehr, was Gott eigentlich vorhat? Und ich fange mit dem ersten Filter an und das ist die Bibel. Und wenn du schon länger Christ bist, denkst du, ja klar, man weiß das so. Ich rede nicht drüber, was du weißt, sondern was du lebst. Als Christ sagt man so oft Sätze wie, ja, ich sollte mehr Bibel lesen, ja. Es wäre gut, das täglich zu machen. Ich rede nicht über hätte, wäre, Fahrradkette, ich rede über die Realität. Also im Hebräerbrief heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein, ist euer Richter der Gedanken, Sinne und Herzen. Wenn ich hier irgendwie Ordnung reinfinden will, ist meine Seele beteiligt. Laut der Bibel ist deine Seele deine Gefühle, deine Gedanken und deine Wünsche. Das schwingt die ganze Zeit mit, okay? Meine Gefühle, meine Gedanken, meine Wünsche. Jetzt heißt es, dass die Bibel mir hilft zu unterscheiden, was sind meine Gedanken, Gottes Gedanke. Meine Gefühle, die wurden geprägt von Mama, Papa, Gesellschaft, Erlebnissen, Verletzungen und so weiter. Gottes Gefühle, was denke ich? Was denkt Gott? Die Frage ist, wie kann ich jetzt die Bibel so einsetzen? Oft haben wir ein Misstrauen. Wenn wir anfangen, Entscheidungen mit Gott zu treffen. Mit 19 habe ich Jesus kennengelernt. Und von Anfang an hatte ich ein unterbewusstes Misstrauen. Gott meint es eigentlich nicht gut mit mir. Das heißt, die großen Entscheidungen habe ich mal lieber selbst getroffen. Weil wenn ich da Gott frage, sagt er bestimmt was, was ich nicht will. Also, ich hatte immer die Idee, warum auch immer, ich weiß nicht, wo das herkam. Ich habe gedacht, wenn ich Gott frage, was dein Wille ist, werde ich Missionar in Afrika. Wenn du aus Afrika kommst, ich liebe Afrika, ich mache da gerne Urlaub. Aber ich liebe auch Deutschland, ich mag das. Ich mag so Strukturen am Ende vom Tag, auch wenn ich noch unkonventionell bin, dass wenn man um 19 Uhr sich verabredet, nicht am nächsten Tag um 7 sich trifft, sondern dann sich trifft. Ich mag Sauberkeit. Ja, ich darf das einfach mal sagen, ich komme aus München, da sind die Straßen noch sauber. Ich mag das, ja. Ich mag das, dass ich zum Polizisten gehen kann und ich weiß, der ist wirklich von der Polizei. Ich muss nicht über nachdenken, wo der vielleicht herkommt, ob der gut meint, nicht gut. Also, verstehst du, ich mag Deutschland. Ich mag sogar, McDonald's hat mit Deutschland nicht viel zu tun, aber ich kann da essen gehen. So, und ich dachte, wenn ich Gott jetzt frage, was hast du vor, sagt er bestimmt was, was ich eigentlich nicht will. Kennst du das? Warum auch immer, misstrauen wir Gott. Wir denken, er meint eigentlich nicht gut mit mir. So, dann bin ich verliebt, ja? Gott, was denkst du denn über das frische Mädel da? Ich frage ihn lieber nicht, was ist, wenn er mir zeigt, das ist nicht so gut, weil Gott meint es ja eigentlich nicht gut mit mir. Warum auch immer haben wir diese Lüge in uns, wenn wir auf die Welt kommen und nur weil du Christ bist, hast du immer noch diese Lüge. Meint Gott eigentlich gut mit mir? Die Bibel ist voll davon, ich habe sie erst mal durchgelesen mit 19, seitdem zigmal durchgelesen und ich habe mir immer den Satz unterschrieben, wo es heißt, alle Gebote sind, damit du lebst. Damit du lebst.
Kannst du mal machen. Lies mal die Bibel von vorne nach hinten durch und unterstreich nur, damit du lebst. Das ist wie eine Schallplatte, die hängt, damit du lebst. Alle Gebote sind, damit du lebst. Also Gott, meinst du jetzt alle Gebote? Ja, alle Gebote sind, damit du lebst. Also meinst du die 10 Gebote? Ja, die auch, damit du lebst. Meinst du die anderen auch? Ja, damit du lebst. Warum wiederholt das Gott so oft? Weil er weiß, wir glauben tief drin, nicht was wir sagen in der Small Group, das ist wie im Religionsunterricht, die richtige Antwort ist immer Jesus Christus. Sondern was unser Herz glaubt, eigentlich meint es Gott nicht gut mit mir. Also sagt er, damit du lebst. Letztens kommt ein junger Mann zu mir und sagt, Pastor, zeig mir mal ganz genau in der Bibel, wo steht, dass Sex in die Ehe gehört. Was steht hinter so einer Frage? Wenn du das Christensein noch nicht kennst, ich erkläre es dir. Dahinter steckt die Frage, ich suche was? Ein Verbot. Wow. Alle Gebote sind, damit ich Verbote kriege. Nein, damit ich lebe. Jetzt habe ich gesagt, ich kann dir das schon zeigen, wo es steht, aber du hast den falschen Ansatz. Du sagst nicht, Gott, zeig mir mal die Wunderschönheit deines Planes. Was denkst du denn, nicht ich, über Sexualität? Was wünschst du dir denn für meine Beziehung? Nicht ich. Welchen Traum hast du denn von Ehe? Nicht ich. Weil Ehe, ganz ehrlich, ich bin in der Ehe groß geworden bei meinen Eltern, die ich gemerkt habe, ich werde auf keinen Fall heiraten. Ich habe mit 19 gesagt, dass ich meine Frau kennengelernt habe, Schatz, I love you, ich werde frühestens mit 30 heiraten. Weil mit 19 dachte ich, mit 30 ist das Leben vorbei. So denkt man mit 19, will keinen so nahe treten, aber ich dachte, mit 30 ist das Leben definitiv vorbei. Also was habe ich gesagt? Ich werde frühestens, die hat gedacht, was ist mit dem kaputt? Warum? Es war meine Vorstellung. Aber das ist eine ganz andere Einstellung. Und wir merken, woran merken wir, dass wir so eine komische Einstellung haben? Letztens kommt ein Pärchen zu mir und sagt, Pastor, kannst du mir mal erklären? Wir haben eine Frage, wir wollen irgendwann vielleicht mal heiraten und so. Wie weit darf man denn in der Sexualität gehen? In dieser Phase. Dann habe ich gesagt, darf ich euch mal kurz spiegeln, wie ihr an das Thema rangeht? Ihr misstraut Gott, oder? Habt ihr eine Vision von Sexualität? Habt ihr eine Vision von Ehe? Ihr sucht, wie weit darf man gehen? Das heißt, ihr vertraut in Gebot Sexualität Gott nicht. Dann habe ich gesagt, warum? Ich erkläre es dir mal in einem anderen Gebot. Lass uns mal überlegen, mit der Einstellung nehmen wir mal irgendein anderes Gebot von den 10 Geboten. Ich nehme dir mal, du sollst nicht töten. So. Pastor, ich habe eine Frage. Wie weit darf man gehen, dass man jemanden noch nicht komplett tötet? Ich rede nur über Quälen und Foltern und Zerstören und so. Also wie weit darf man gehen, dass man jemanden noch nicht komplett getötet hat, aber dass das Gebot noch nicht ganz gebrochen hat, aber wie weit darf man gehen? Wenn du das machen würdest, würde ich einen Psychologen holen, das Gebetsteam holen und dich sagen, hast du noch alle Latten am Zaun, du bist nicht ganz sauber. Warum? In dem Gebot würden wir es niemals machen, weil wir in dem Gebot Gott vertrauen. Oder? Im anderen vertrauen wir Gott einfach nicht. Und die Lösung ist nicht zu sagen, ja, da muss ich Gott vertrauen. Nee, dann hieß es, ich lese die Bibel, ich fange an Gott zu fragen, was denkst du denn? Was ist die Schönheit hinter deinem Plan? Und jetzt hat Gott explizit seinen Willen aufgezählt in der Bibel und implizit. Explizit sagt der Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, also alles, was euch da prägt, sondern ändert euch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Die Bibel sagt, es ist kein Automatismus, nur weil du dich als Christ bezeichnest, dass du weißt, was Gottes Wille ist. Es ist ein Weg. Zum Beispiel 1. Timotheus 5, da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Das Wort Unzucht heißt Sex außerhalb der Ehe. Scheiße, da steht's. So, das bringt mir gar nichts, dass das steht. Warum? Ich misstraue Gott. Ich glaube nicht, dass es tief drin wird. So, explizit wirst du relativ viele Dinge finden, wo das Wort Gottes einfach sagt, schau, so ist es. Und wenn du nur mit den Dingen anfängst in der Bibel, die du verstehst, bist du schon gechallenged. Okay, was mache ich jetzt auch mit den Themen, wo es nicht explizit drin ist? Zum Beispiel denkst du dir, was ist Gottes Plan? Ich überlege mir jetzt auch, ich war gestern bei Sibylle und Steffen und ich habe ihr zwei großen Hunde und die Katze gesehen und ich denke, Gott, was ist eigentlich deine Idee? Sind Katzen dein Wille für die Menschheit? So, bei Hunden wusste ich, die sind so groß, die kosten viel Geld. Da, naja, okay. So, dann kann ich sagen, okay, super, ich muss das Wort Gottes befragen. Gehst auf Bible-Server und gibst ein, Katze, Wille Gottes. Keine Bibelstelle. Was heißt das? Gott ist gegen Katzen oder für Katzen? So, ja Mist, was mache ich jetzt? Die Bibel hat implizit ganz viele Aussagen über den Willen Gottes, wo du Dinge prüfen kannst. Ich möchte das mit dir mal machen.
mit einem Beispiel. Wir nehmen mal Sucht. Du kannst das jetzt auf jede Sucht übertragen. Wir nehmen jetzt mal Rauchen. Du kannst es aber auf Pornografie übertragen. Du kannst es auf jede Form von Sucht, Anerkennungssucht, Geltungssucht, also jede Form von Sucht in deinem Leben kannst du übertragen. Und ich mache dir ein paar Fragen und sage dir immer danach kurz die Bibelstelle, die dahinter steht. Du kannst sie abfotografieren, du kannst sie notieren, du kannst daraus nachlesen, weil das Wort Gottes hat implizit sehr viele Aussagen. Und dann probieren wir es jetzt mal bei Rauchen, um ein plattes Beispiel zu machen, aber zu gucken, implizit sagt die Bibel sehr viel. Sie sagt zum Beispiel, 1. Korinther 6, 12, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient mir. Okay. 1. Korinther 6, 19, der Tempel des Heiligen Geistes ist mein Körper. Jetzt gehe ich mal, erste Frage. Sind deine Entscheidungen dir und anderen nützlich? 1. Korinther 6, Vers 12. Lass uns mal kurz beim Rauchen nachdenken. Ist die Entscheidung zu rauchen mir und anderen nützlich? Nö. Ich habe selber geraucht mit 19. Ich war zu keinem Zeitpunkt ein dummes Kind. Ich wusste zu jedem Zeitpunkt, dass Teer nicht auf meine Lunge, sondern auf die Straße gehört. Ich wusste zu jedem Zeitpunkt, dass Nikotin ein Nervengift ist und meinen Körper kaputt macht. Das habe ich aber trotzdem gemacht. Und habe dann so komisch geredet wie, ja, also Gott hat damit ja kein Problem. Ja, Gott liebt dich auch immer bedingungslos, aber weißt du noch, wofür seine Gebote waren? Damit du lebst. Okay, wir schauen uns das nächste an. Nimmt dich deine Entscheidung gefangen? 1. Korinther 6, 13. Nimmt mich die Entscheidung zu rauchen gefangen, die Entscheidung Pornografie zu konsumieren? Ja. Baut es dich und andere auf? 1. Korinther 10, 23. Nö. Kannst du Gott für die getroffene Wahl und deren Konsequenzen ohne schlechtes Gewissen danken? 1. Timotheus 4, 14 und 4, 5. Danke, Jesus, dass ich rauchen kann. Die Bibel sagt schon, der Rauchopferaltar ist geheiligt. Und deswegen werde ich weiter rauchen. Nee, schwierig, oder? Danke Gott für die Pornografie, dass ich die so richtig... Nee. Danke, dass ich jetzt gerade eine andere Frau sexy finde, obwohl die nicht meine ist. Gehst du den Weg, um Gott groß zu machen? 1. Korinther 10, 31. Ja, wenn ich krank bin, ist Gott stark. Wann wird's jetzt? Wenn du weiter rauchst, also das ist nicht gemeint, ja, dass du dich selbst zerstört, damit Gott ein Wunder tun kann. Also es geht darum, nein, es ist auf jeden Fall nicht so. Bringt dich die getroffene Entscheidung langfristig näher zu Jesus? Lukas 14, 31. Nein. Welcher Strömung folgst du? Zeitgeist oder Godstream? Römer 12, 2. Welchen Charakter haben die Früchte deiner Entscheidung? Sind sie destruktiv oder göttlich? Matthäus 7, 16. Ja, die Sucht zerstört mich, sie zerstört andere. Die Pornografie zerstört mich, sie zerstört meine Ehe, sie zerstört alles. So, wofür ist jetzt das Wort Gottes da? Um dir Klarheit zu geben, nicht dich anzuklagen. Einfach, um ehrlich zu werden. Wenn du weißt, dass Jesus Christus dich bedingungslos liebt, gibt es keinen Ort mehr, sich zu verstecken. Und einfach nur zu sagen, so sieht's aus. Danke, Jesus, für die Klarheit in meinen Gedanken und Gefühlen und danke, dass du mit mir einen Weg gehen willst, dass ich dort frei werde. Implizit ist im Wort Gottes ganz viel drin, weil Gott es gut mit uns meint. Der zweite Filter sind die Ratgeber. Auch die sind wichtig. Warum sind Ratgeber wichtig? Ich lese das Wort Gottes, ja, das ist super, das kann man trainieren, auch eine Small Group trainieren, aber Ratgeber sind absolut matchentscheidend. Ratgeber sind Menschen, die mir helfen, meine Ziele zu verwirklichen. Und ich empfehle dir, Ratgeber zu definieren, bevor du große Entscheidungen triffst. Weil das Erschreckende ist, du findest für jede Entscheidung jemand, der das gut findet. Für jede. Auch in deiner Small Group. Überall findest du Leute, ja, finde ich jetzt gut, dass du das machst. Also hab Mut, es kommt gut. So, was ist dein Ziel? Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du dir wünschst, vielleicht bist du heute Single, jung, verheiratet, lang verheiratet, egal. Wenn du dir wünschst, dass Gottes Ideen für Mann, für Frau, für Beziehung, für Ehe funktionieren, welche Ratgeber würde ich dir empfehlen? Deine frustrierte Single-Freundin. Weil das ist ja super. Das heißt, wenn du deinen Mann scheiße findest, gehst zu ihr, trinkst und sie bestätigt dich mit allem, was du hast. Ja, was hat der gemacht? Ja, das ist wirklich ein Arschloch. Ja, das geht ja gar nicht. Ja. Das kenne ich auch noch von der Vergangenheit. Ich bestärke dich. Da musst du jetzt stark bleiben. Ich bin ganz auf deiner Seite. Das tut der Seele total gut, wenn du jemand hast, der dir applaudiert. Aber für deine Entscheidung ist es einfach schlecht. Für meine Beziehungen habe ich mir von Anfang an Paare gesucht, die den Lauf laufen, wo ich auch hin will.
Ich habe mir Leute gesucht, die gesagt haben, sie sind ehrlich genug zu mir, die reden mir nicht nach dem Mund, wenn ich mich über meine Frau aufrede. Meine Freunde sind grundsätzlich auf der Seite von Jesus Christus und nicht auf meiner. Boom. Das war jetzt frech, gell? Wenn ich jammer über meine Frau, kann ich schon machen. Aber dann halten sie mir einen Spiegel vor und sagen, und, was machst du jetzt? Be a man. Hör auf zu jammern. Änder's. Das heißt, sie helfen mir, meine Entscheidung zu treffen. Wenn du große Entscheidungen in deinem Leben treffst, suche ich nach Ratgebern, wie es in Sprüche heißt, Pläne und Beratung schlagen fehl. Durch gute Ratwege führen sie zum Ziel. Deswegen tauschen wir uns so gerne aus, Steffen, Sibylle, wir und auch andere. Und tauschen uns aus, was hat Gott vor? Gute Ratgeber suchen Gott und suchen nicht, indem sie mir applaudieren. Viele definieren Freundschaft aber anders. Ist dir das bewusst? Du bist automatisch mal auf meiner Seite. Kannst du machen für dein Seelenfasching? Aber für eine gute Entscheidung brauche ich Leute, die Jesus selber suchen, die selber die Bibel suchen, die mich genug lieben, mir die Meinung zu sagen, wenn ich in eine Richtung gehe, die mein Leben zerstört. Okay, Ratgeber sind wichtig. Das 10-10-10-Prinzip ist für mich, wie werde ich mich in 10 Sekunden fühlen? Wie werde ich mich in 10 Monaten fühlen? Wie werde ich mich in 10 Jahren fühlen? Ich mache dir ein plattes Beispiel, Fremdgehen. Ich gehe fremd und überlege mir, wie fühle ich mich in 10 Sekunden? Ja, nice. Das nennt man Orgasmus. 10 Sekunden, länger dauert es ja auch nicht. So, also, wow. That's it. Endlich mal wieder gelebt. Wie werde ich mich in 10 Monaten fühlen? Nicht mehr so gut, wie fühle ich mich in 10 Jahren, wenn meine Kinder älter sind und mir die Frage stehen, warum ich damals abgehauen bin? Gar nicht mehr gut. 10-10-10-Regel. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Okay, der nächste Punkt ist Gebet. Im Gebet geht es für mich darum, Gott zu suchen und ihn zu fragen, was seine Gedanken sind. Und sage, Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Ich möchte deinen Willen rausfinden. Warum ist das wichtig? Im Gebet hat Gott kein Problem damit, dass ich ihm alles sage, was ich denke, was ich fühle, was so stark in mir ist. Das kannst du in den Psalmen nachlesen bei David. Du darfst alles Gott sagen. Du darfst alles sagen, was da ist. Aber Gebet hat nicht nur den Teil, dass ich meine Seele ausleere bei Gott, sondern dass ich Gott bitte, zeig du mir, was du denkst. Wenn es um Weisheit mangelt, bitte Gott, dass er dir Weisheit gibt. Geist der Wahrheit, zeig mir, was du denkst. Ich will nicht Beweise für meine vorgefertigte Meinung finden, ich will dich finden. Ich will mich dir unterstellen. Das ist eine tiefe Entscheidung bei Gebet, natürlich auch bei der Bibel, zu sagen, Gott, du bist wirklich der Chef. Ich habe es in meinem Leben so erlebt, ich habe eines Tages gemerkt, dass ich, ohne es zu wollen, immer so eigentlich einen Fehler gemacht habe, der seit dem Sündenfall ein Grundfehler von uns Menschen, glaube ich, ist. Die Schlange sagt zu Adam und Eva im Garten Eden, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Wann sind wir wie Gott? Wenn ich entscheide, was richtig ist. Wenn ich entscheide, was falsch ist. Wenn ich sage, wie Beziehung funktioniert. Und wenn ich sage, wie es nicht funktioniert. Wenn ich entscheide, was Gottes Pläne sind und auch nicht. Was ist Moral, was nicht Moral. Wenn ich entscheide, welches Gebot nehme ich und welches nehme ich nicht. Welchen Teil vom Wort Gottes mag ich und welchen mag ich nicht, dann bin ich Gott. Das Problem ist, ich will keinem zu nahe treten, ich kenne manche von euch noch nicht so gut, aber keinem von uns steht die Rolle gut, Gott zu sein. Wusstest du das? Wegen dem. Wir wurden geprägt durch unsere Gefühle und all dessen. Das heißt, die Entscheidung ist, auf die Knie zu gehen und sagen, auch wenn du Jesus schon kennst, Jesus, vergib mir meine Rebellion. Ich werde mich nicht mehr über dich stellen. Ich stelle mich unter dein Wort, unter deine Gebote, unter deine Autorität. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich lese das Wort Gottes nicht mehr, um meine Meinung zu bestätigen, sondern dich zu suchen. Ich bete das durch. Okay, der nächste Filter ist Kasson. Das ist ein hebräisches Wort für Berufung. Das geht relativ schnell. Kannst du einfach dir Feedbacks einholen von anderen Leuten, was sind deine Gaben? Und was nicht. Also Patrick ist heute da mit uns hier und ist bei uns Sportpastor in der Kirche und er hat mir letztens erzählt, welchen Beruf er wählen wollte, als er aus der Schule rauskam, nämlich Steuerberater. So, du kennst Patrick jetzt nicht, aber ich sag mal, Gott sei Dank hat er es nicht gemacht. Steuerberater ist ein wunderbarer Job, wenn du es kannst, aber wenn die korrekten Anteile dir fehlen, wie beim Patrick,
ist das einfach nicht so der schlauste Beruf. Also das ist weder für die Steuerkanzlei gut, noch für dich gut. Das heißt, es passt gar nicht zu deinem Gabenprofil. Sportpastor ist absolut deine Begabung, Patrick. Leute freisetzen, unkonventionelle Wege gehen und du hast Gott sei Dank Leute an deiner Seite, die das wieder einbringen. Das heißt, Kasson bedeutet, welche Gaben habe ich? Gott wird dich so einsetzen, was in dir ist. Hol dir Feedback, Fremdbild, Selbstbild. Und der letzte Punkt ist Frieden. Und das ist ein Punkt, wenn du schon länger im Christentum unterwegs bist, ist der Punkt, wo wir Christen uns am besten selber beäumeln können, indem wir zwei Sachen durcheinander bringen. Wir denken, in Frieden bedeutet ein gutes Gefühl. Es fühlt sich gut mehr an. Das sagen dann Christen so, ich hab dann Frieden drüber. Und schlechtes Gefühl übersetzen wir, ich hab da keinen Frieden drüber. Das Gefühl, weißt du, wo dein Gefühl herkommt? Aus deiner Seele. Das heißt eigentlich gar nicht. Es fühlt sich absolut richtig an, diesen Schritt zu gehen. Aber deine Gefühle wurden hier geprägt. Der Friede hat oft erstmal gar nichts mit Gefühlen zu tun. Nehmen wir Jesus Christus. Er weiß, dass er ans Kreuz geht. Ich hab da Frieden drüber. Es fühlt sich so richtig an, diesen Weg zu gehen. Ich gehe mal ans Kreuz. Nee, hast du die Bibel mal gelesen? Der schwitzt Blut im Garten Gethsemane, weil er weiß, der Wille Gottes wird ihn alles kosten. Aber weil er das Ziel aus Sicht der Ewigkeit anguckt, sagt er, ich werde es trotzdem tun. Nicht mein Wille, nicht meine Gefühle sollen passieren, sondern dein Wille soll geschehen. Und er richtet sich ganz auf Gott aus und er weiß, dieser Schritt wird ihn alles kosten. Wenn du Gott nachfolgst, kommt manchmal der übernatürliche Frieden. Was ist es? Er wird alles verstehen, übersteigen. Und du wirst merken, wie Gott zu dir redet, durch diese Filter, durch die Bibel, durch Ratgeber, durch Gebet, durch deine Berufung, durch auch am Ende den Frieden, wo er sagt, okay, ich gehe den Weg. Und manchmal kostet er mich alles. Paulus sitzt im Gefängnis und seine Seele fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an. Und trotzdem sagt, ich habe einen Frieden, dass ich an diesem Ort das Evangelium verkünden werde. Der Frieden bedeutet, dass Philipper 4,7 passiert, darum wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Mein Wunsch ist für uns alle, dass die Qualität unserer Entscheidungen anfängt, unser Leben positiv zu beeinflussen, egal ob wir jung oder alt sind. Vielleicht sagst du, du bist in einer Season deinem Leben, wo du schon viele Entscheidungen getroffen hast, aber du kannst heute hier rausgehen und für dich und alle Generationen, die nach dir kommen, andere Entscheidungen treffen. Gott ist größer als all deine Fehler. Er hat für alles am Kreuz gezahlt. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen, mit allem, was wir sind und was wir haben. Ich glaube, dass manche Leute heute hier in allen Locations die Entscheidung treffen werden, zum ersten Mal ihr Leben Jesus zu geben. Das kannst du gleich im Gebet machen und das annehmen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Du kannst ihn einladen in dich, dein Leben, dass er dich von innen nach außen verändert. Ich glaube, dass andere heute hier sind und du merkst, dass für dich ganz neu und zum ersten Mal die Entscheidung ansteht, innerlich oder sogar äußerlich auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, es tut mir von Herzen leid, ich kehre um, wo ich mich wie Gott aufgespielt habe in meinem Leben. Wo ich mich über dein Wort gestellt habe. Wo ich mich einfach entschieden habe, links, rechts und so weiter, statt zu sagen, Gott, ich brauche dich dringend. Ich merke in meinem Leben, ich brauche dringend Gott. Ich brauche dringend seinen Heiligen Geist, seine Wahrheit. Ich brauche dringend seine Orientierung durch sein Wort. Ich brauche dringend Menschen, die mich lieben und die mich genug lieben, mir die Meinung zu sagen. Und ich möchte jetzt einen Moment nehmen in allen Locations, wo wir die Augen schließen. Es ist ein Moment, der zwischen dir und Gott ist. Und lass uns diesen Moment nehmen. Es ist ein persönlicher Moment. Und während wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, bete ich jetzt für jeden, dass wir die Freiheit haben, einfach deine Stimme zu verstehen, Vater. Ich binde jede Lüge und jede Täuschung über dein Wesen, jedes Misstrauen, das wir haben, dass du es nicht gut mit uns meinst. Und ich bete, Heiliger Geist, du hast jetzt in der Stille, jedem, der das möchte, sagst, was diese Predigt für uns ganz persönlich bedeutet heute. Übersetzest du in mein Leben, zeig dir mir ganz konkret in meinen Gedanken, von meinem inneren Auge oder wie auch immer, was diese Predigt für mich bedeutet. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an die Herzen klopfst. Ich danke dir, dass du ein bedingungsliebender Gott bist. Ich danke dir, dass du Dinge aufdeckst in diesem Moment, um uns einzuladen, zu dir zurückzukommen innerlich.
Ich bete das für mein Leben ganz neu und für jeden, der das möchte. Jesus, ich unterstelle mich ganz neu deinem Willen. Ich unterstelle mich dem Wort Gottes, dass du dadurch zu mir redest. Ich brauche dringend deinen Geist der Weisheit und der Klarheit und der Wahrheit. Ich bin verloren in meinen Gefühlen, wie der Römerbrief sagt. Aber ich danke dir, dass du mich leitest. Du bist ein Licht in der Dunkelheit, auch der Dunkelheit meiner Gedanken. Mach du Licht an, Jesus. Ich liebe dich. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Dieser Podcast wird durch Spenden ermöglicht. Wenn du möchtest, kannst auch du uns unterstützen. Alle Infos dazu bekommst du in der Videobeschreibung. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.